Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18 Ultimate Team. Für uns geht's heute ins Finale vom Daily Knockout Tournament für den Volland. Haben ja bisher über die letzten drei Folgen mehr oder weniger gut den Finaleinzug geschafft. Soll dann heute richtig gut laufen, aber wir erwarten natürlich trotzdem das Schwerste. Lieber nochmal komplett Fitness reinklatschen, auch wenn es wirklich nur 9 Punkte maximal sind, die an kompletter Fitness fehlen. Sicher ist sicher und dann geht's rein in dieses Finale. Wir werden sogar auswärts spielen dieses Mal. Okay. Basel-Trikot, okay. Pass auf, jetzt ist es der Pro-Player von Basel, ne? So, wir haben den Salah Player of the Month, wir haben Ter Stegen, Arias, Lozano, Ronaldo sogar, den Prime, den Petit, wir haben Breakout, Blanc, Ferdinand, Young und Mané. Puh, das ist ein starkes Team. Pass mal auf, das ist wirklich der Pro-Player von Basel. Und ich gehe jetzt 500-0 unter, RIP. Allusion FIFA, ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt von Basel, ne? Okay. Ich bin in der E-Sports-Szene von FIFA auch überhaupt nicht drin, ehrlich gesagt, weil für mich ist FIFA kein gutes E-Sports-Spiel, weil es einfach zu viel random ist. Aber das Team ist auf jeden Fall extrem ekelhaft und wir brauchen wahrscheinlich ganz schön viel Glück, um das Ding hier zu gewinnen. Oh Gott, ich sehe es schon kommen, Alter. Ich soll mich anstrengen. Ich glaube, der Gegner hat es richtig drauf. Oh Gott, ja, der Gegner, der ist richtig gut. Oh oh. Scheiße, kann ich das Spiel bitte nochmal abbrechen? Oh, Hilfe. Das ist alles so schnell. Okay. Oh. Oh, oh. Ich werde halt richtig zerfickt, dieses Spiel. Scheiße. Oh Gott. Fuck. Das Problem ist halt einfach genau das, was ich sonst immer habe, wenn ich gegen Spieler spiele, wo ich nicht gut aussehe. Dass es für mich einfach zu schnell geht. Das ist halt... Guck mal, der Gegner hat hier halt 99 Pace mit Mané oder so und der ist halt sofort an mir dran. Und dann habe ich keine Zeit zum Nachdenken, was ich gegen so einen starken Gegner brauche. Das ist dann halt genau das Problem, was ich habe. Nicht, dass ich den sonst besiegen würde, wenn er halt nicht 99 Pace-Spieler hätte, aber es würde helfen. Oh. Versuchen wir es mal unter 3-0 zu halten. Scheiße, ich hätte den Volland echt gerne gewonnen. Also noch einen Versuch werde ich auch nicht machen. Ach, Crespo, nein, die Ballannahme richtig schlecht. Das hätte unsere Chance werden können, ein Tor zu machen. Naja, der spielt richtig gut. Gleich mal in der Pause gucken, ob es wirklich der Pro-Player ist. Ich hoffe, da kommen wir hinterher. Bisschen sehr strange, wie er den Ball gewonnen hat, aber... Naja, so ein bisschen wie, als er den Ball mit einem Roulette annimmt. Nee, der Ball war deutlich zu lang. Wobei man auch sagen kann... Okay. Nee, 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 Kollege. Werd mal hier nicht arrogant, ja? So extrem scheiße bin ich auch nicht geworden. Wo man auch sagen kann, dass man... Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ich versuche mich gerade einfach nur zu konzentrieren, ehrlich gesagt. Oh. Warum ist Benatia eigentlich da vorne? Das muss auch nicht sein. Ich brauche ein bisschen sehr viel Struktur in diesem Spiel. Crespo wäre anspielbereit gewesen, aber ach ja, das wäre vielleicht auch gut gewesen. Scheiße, der Salah ist auch so unfassbar schnell und beweglich. Nein. Kann mir bitte jemand helfen? Nein, 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 nein. Oh, warum geht er denn da hin, Mann? Ich gehe da halt schon mit meinem Spieler hin und er, also mein Jovinko war es, glaube ich. Wie so ein Blinder geht er da halt hin. Das muss halt nicht sein. Komm, Florenzi.
Oh Gott, ist der schnell. Die Flanke ist nix. Scheiße. Also versteht mich nicht falsch, ne? Ich weiß ganz genau, dass ich absolut keine Chance habe, aber ich möchte trotzdem gewinnen. Oh, fuck. Unten aufpassen. Ich glaube, Gulam ist da ganz weit weg. Leider Autotackle gerade von, ich glaube, Deko. Problem ist, ne, wenn der Gegner halt einmal einen Konter zulässt, so einen kleinen Mini-Konter, sind halt immer noch 15 Spieler hinten gefühlt. Und wenn dann Crespo auf den Außen ist, dann wird es auch nochmal richtig schwer. Nee, der sollte zu Crespo. Unten. Oh, hau doch mal auf mit dem scheiß Autotackle. Das kann ich gerade wirklich überhaupt nicht gebrauchen. Dass ich da so aus dem Konzept gebracht werde, wenn da ein Spieler einfach das macht, was er möchte. Wenn ich halt wirklich zu spät komme, dann ist es halt so. Oder wenn ich das Tackling nicht mache, dann werde ich dafür bestraft. Aber ich soll nicht dafür bestraft werden, dass das Spiel einfach was macht, was es möchte. Mist. Alarm, komm, wir probieren es einfach mal. Nee, der ist... Oh, eigentlich nix. Ferdinand macht da noch irgendeine Sache draus, die... Nichts... Gefährliches bringt eigentlich. Ich werde dann auch gleich in der Pause wechseln, KK und Sané wieder rein. Wie die letzten Spiele schon. Bloß jetzt kein 2-0 mehr kassieren, das wäre ganz wichtig. Aber der Gegner, der kommt gerade mit Mammutschritten aufs Tor und hat dann fast noch das Glück. Also, nicht falsch verstehen, ne? Gegner ist schon richtig, richtig stark, viel besser als ich. Aber das wäre dann halt Glück gewesen, wenn der Ball so perfekt auf Ronaldo zurückspringt. Weil das dann meiner Meinung nach nichts mit Skill zu tun hat, wenn der Ball halt so zurückspringt, weil er kontrolliert das ja nicht. Nochmal eine Chance, Bruno Perez hat ein bisschen Platz. Bisher haben wir es nur geschafft, über Flanken zu kommen. Ich probiere es mal durch die Mitte. Crespo, kein Elfmeter leider. Und Crespo ist noch verletzt. Abgefälscht. Oh nein. Scheiße, ich habe leider auf R1 gedrückt. Ja. Oh nein, nein, Chiri. Please. Please not. Chiri. Please not. Was gibt's? Gegnerraum. Mann. Ja, es gibt wirklich rot. Fuck. So, wir müssen auf Ronaldo aufpassen. Und oben auch. Ja, oben. Da. Scheiße. Mann. Das war für mich aber auch keine rote Karte, muss ich sagen. Dunkelgelb, ja, aber nicht rot, weil da war ja noch jemand. Oh Mann, ich wollte mit diesem fucking 1-0 in die Pause. Und dann ist es ein fucking Eigentor. Ich google mal kurz den Typen. Ja, hoffnungslos unterlegen leider. Und jetzt mit der roten Karte wird's halt nochmal richtig schwer. Okay, ich habe nichts gesehen. Er ist anscheinend einfach nur ein richtig guter Spieler und hat viel Geld. Ja, fuck, ne? Rote Karte ist jetzt ganz schlecht für mich. Dann kommt nur Sané rein. Ich werde Crespo mal auf die 10 packen. Oh, Deko sollte man vielleicht nicht unbedingt nehmen. Scheiße. Mann, ey. Dieser Pass halt vorher, der fuckt mich ab. Ey, wie soll ich denn das schaffen, ohne einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit hier noch zu gewinnen? Jetzt mit einer roten... Oh Gott, jetzt hat Gulam auch noch einen Schaden im Kopf. Ich möchte doch einfach nur spielen können, danke. Oh Gott, okay, meine Spieler haben gerade keine Beweglichkeit, das ist nicht gut. Oh, Hilfe. Ja, der Gegner macht das richtig gut kontrolliert, ne? Also lässt mir die... Ach, wow, das war eine starke Parade.
Er lässt mir halt den Platz auf den Außen, aber lässt mir dann meistens nicht den Platz, um in die Mitte zu ziehen. Und der Salah ist wirklich der allerekelhafteste Spieler aller Zeiten. Holy shit. Der ist jetzt so unfassbar schnell. Das ist abseits, ja. Ah, die Parade war halt leider wirklich saustark gerade. Mit ein bisschen Glück geht der halt rein und ich habe Mini-Hoffnung. Scheiße, ey. Schön gemacht von Ghulam. Oh, ey, die Spieler von dem Typen sind so unfassbar schnell. Ich habe halt wirklich keinen Raum zum Atmen. Oh, die Dreckart. Was ein starkes Tackling. Oh, nee. Na, was anderes kann ich nicht machen, weil der Gegner ist sofort an mir dran sonst. Ich muss halt hoffen, dass so einer mal reingeht. Aber Ter Stegen, Team of the Season, ist halt... keine Laufkundschaft, ne? Ach, Mann. So, Sané. Och, du Wichser. Er hat schon wieder angetäuscht. Ich hasse das. Sané täuscht halt an, dass er losrennt in die Lücke. Ich spiele sofort und er stoppt ab. Und schon ist der Ball wieder weg. Ach ja, jetzt fehlt halt der Zehner, ne? Oder der Stürmer in diesem Fall. Fuck, schlecht verteidigt. Nein, ach, fast hätte ich da Mist gemacht und das Abseits aufgehoben. Ach, Salah geht einfach durch mich durch. Ach, ich wollte eigentlich lang spielen. Es sind einfach zu langsam alle. Ich habe keine Chance, wenn Alan da einen Doppelpass spielen soll mit Crespo. Der wird von drei Leuten überlaufen. Oh, Mann. Dieser Mané halt. Oder alle Spieler, die halt so schnell bei ihm sind. Ich meine, ich habe keine langsamen Spieler, ne? Das ist nicht falsch verstehen, aber... ist schon echt krass. So, komm. Sané ist unten. Ball ist zu lang. Scheiße. Ja, das war nix. Ich dachte, ich muss ins Tackling. 20 Minuten noch. Einer weniger. Drei Tore muss ich machen. Puh. Nein! Oh, bitte sei kein Abseits! Nein! Scheiße, ey! Das kann nicht wahr sein, ey. Fuck. Ach ja, das war's. Oh, so knapp. Ach, Mann. Diese scheiß rote Karte und das anschließende Gegentor. Ach, Mann. Ach, das ist hart. Es war ein richtig, richtig starker Gegner und dann verliere ich das halt. Weil ich so ein dummes Gegentor bekomme. Weil ich glaube schon, ein Tor hätte ich hinbekommen noch in der zweiten Halbzeit. Mit 11 und ohne Rote, logischerweise. Was danach passiert wäre, boah, wer weiß. Ich glaube, der Gegner hat mich schon definitiv geschlagen. Da bin ich ganz ehrlich zu euch, aber... ach, das ärgert mich richtig heftig. Diese scheißrote Karte, was meine eigene Dummheit war, weil ich gedacht habe, ja, okay, komm, gehst du da hart rein, kriegst gelb,
Freistoß verteidigst, wenn du genug hast. Aber nein. Leider nein. Ja, also diese drei Tore, ne, das werde ich nicht mehr aufholen. Ich glaube, so viel kann ich spoilern. Ronaldo, RIP. Ich hätte gerne noch ein Tor geschafft, aber... Nee. Oh Gott, jetzt werde ich sogar noch ausgekontert. Milinkovic-Savic ist auch noch da. Oh Gott. Hallo? Ach Mann. Jetzt bin ich traurig. Und eigentlich auch ehrlich gesagt nur, weil es gerade abseits war. Ulam leider als Rechtsaußen gerade ist nicht das Beste, was man haben kann. Ah, der Salah, der war krass. Ich glaube, der hat gar nicht so viele Scorer-Points gemacht, oder? Ich glaube, er hat zwei Tore gemacht. Gut, also. Das ist vielleicht ein bisschen dumm, die Aussage. Aber. Er war halt unfassbar krass. Also ohne ihn hätte der Gegner wahrscheinlich komplett anders spielen müssen, weil alles um ihn rumging, um Salah. Ich habe nur ein Tor gemacht. Hey. Leider ein paar Stunden zu spät. Aber gut, falls es jetzt doch einer ist, ja, sorry für die Respektlosigkeit, aber ich glaube, das ist doch kein Pro-Player, weil er macht dann doch einfach zu viele Fehler und spielt ein bisschen zu arrogant. Oder ich weiß nicht, ob Pro-Player einfach mal auch abschalten können. Und so aus Spaß spielen können. Komm, klatsch hier mal rechts oben rein. Naja. Aber gut, die Freistöße sind hier eh komplett random. Ja, wir gewinnen. Quatsch, wir verlieren dieses Spiel leider. Ah. Ja, okay, er hat doch drei Tore gemacht. Ja, der Salah, der war unfassbar. Ein unglaublicher Spieler, Alter. Der Ronaldo war nicht so schlimm. Eigentlich war gar nichts an seinem Team schlimm. Auch Lozano nicht. Aber Salah war unfassbar. Der Typ. Boah. Maschine. Ja, ist Kacke gelaufen halt, dass man so einen Gegner leider im Finale erwischt hat. Naja. Ach, guck mal, der hat noch einen anderen Gamertag. Wie heißt der denn? Aber ich glaube, mit dem Gamertag. Egal. Wird das nichts mehr. Es war einfach nur leider ein guter Spieler, mehr nicht, würde ich sagen. Jedenfalls finde ich nichts auf die Stelle. Ach Mann, es ärgert mich, ne? Es ärgert mich sehr. Diese rote Karte. Ja, ich glaube, fürs Spiel war es doch letzter Mann. Oder? Ach Quatsch, ich hätte die Kamera einfach behalten müssen. Sorry. Ja, nee, rein technisch gesehen wäre oben noch Platz gewesen, aber das ist für mich keine rote. Das ist für mich keine rote. Und das ist dann halt bitter. Dann kommt halt leider der Dulli-Freistoß, ne, von wegen ich spiele oben, ich spiele unten. Schwer zu verteidigen halt. Dass der aus dem Winkel reingeht mit meinem Tor ist halt richtig bitter. Wieso zählt das Tor eigentlich für Salah? Also bitte, das war ja wohl eigentlich ein Eigentor. Der wäre trotzdem reingegangen, klar. Aber ich fälsch ihn ja entscheidend ab. Ich weiß, die Regel ist eigentlich, dass man sagt, wenn der Ball wohl nicht reingegangen wäre, ist es nur ein Eigentor oder so, aber ich krei. Das hier krei ich ganz noch mehr. Das war aber auch schon wieder sehr knapp, oder? Oh, Alter. Ja, aber es ist abseits.
Wenn auch wirklich unfassbar knapp. Wieso kann ich nicht genau in dem Zeitpunkt drücken, wo er zum Schuss kommt jetzt? Ja, es ist schon abseits. Das ist alles richtig, leider. Ja, die Parade hier war stark. Der hat es fast nochmal gescheppert. Ah, der Salah, ey. Mann. Ja, schlecht verteidigt, weil ich mich hier zu sehr auf Ronaldo konzentriere. Und versuche hier eigentlich den Ball zu gewinnen und hab ihn sogar fast. Der hätte mir vielleicht Benat hier noch ein bisschen. Quatsch. Wer ist das denn? Ghulam. Ghulam hätte mir noch ein bisschen helfen können. Aber, naja. Die Frage ist halt, was hätte ich machen können? Ich hätte natürlich stehen bleiben können, den Weg zumachen können für Salah, aber dann hätte wahrscheinlich Ronaldo einfach einen Schuss abgefeuert. Und Ghulam hätte wohl wenig machen können, weil ich hätte instant auf ihn switchen müssen und ob das geklappt hätte, eher nicht. Ah, die rote Karte, ne? Oh, das ist so bitter. Diese Szene eliminieren, ja, dadurch das 2-0 nicht kassieren und halt mit 11 spielen und ich glaube, es wäre ein komplett anderes Spiel in Halbzeit 2 geworden. Ich hätte es mir zugetraut, muss ich sagen. Es ist vielleicht ein bisschen größtenwahnsinnig, jetzt auch wenn man so sagt, ja, ich habe ewig kein FIFA mehr gespielt und so weiter oder ich spiele dieses Jahr nicht wirklich viel FIFA Ultimate Team Online. Aber ich hätte es mir zugetraut. Ich hatte ja zwei sau gute Chancen, nur eine habe ich davon genutzt, die andere war abseits. Rein rechnerisch, ne? Aber es ist halt... Also trotzdem verdient für einen Gegner. Weil er mich dann trotzdem einfach zu sehr unter Druck gesetzt hat in den meisten Aktionen. Es nervt mich halt nur, weil ich bin ein schlechter Verlierer. Aber ich muss auch anerkennen, dass es halt verdient war. Aber es nervt mich halt unfassbar. Es nervt mich wirklich unfassbar krass, dass ich jetzt dieses Spiel verloren habe. Ah, Mann! Na gut. Ich werde mich noch ein bisschen ärgern. Wir haben den Volland leider nicht gewonnen. Und werden dann halt ja, in der nächsten Folge was anderes machen. Also nochmal spiele ich das nicht. Dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, nochmal vier Spiele zu machen. Und dann mal gucken, ne? Ich glaube, das Team wird sich ja noch ein bisschen verändern jetzt für die nächste Folge, weil jetzt an diesem Freitag für mich das Serie A Team of the Season kommt und erwarte ich noch einen guten ZM. Innenverteidiger. Vielleicht ein Rechtsverteidiger und dann mal gucken, ne? Warum hat Florenzi eigentlich kein Bild? Warum hat gar keiner gerade ein Bild? Ist es so, wenn man irgendwie ein Dings reinpacken muss? Hier ein Consumable, dass die das machen? Sag mal ja. Tatsache, das Spiel ist so schlecht. Ah, es sind nicht alle, ne? Ich müsste es für jeden selbst machen. Das ist halt wie bei der Web-App, wo man auch immer erst eine Karte anwenden muss, damit sich das Bild zeigt bei der Special-Karte. Ah, typisch EA. Na gut, oder ja nicht gut. Ich würde mich noch ein bisschen ärgern, aber es ist nicht so schlimm, weil es ist nun mal meine Natur, mich dann zu ärgern, wenn ich verliere. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn ich komplett fertig gemacht wurde in der ersten Halbzeit. Fuck. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.